Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du wieder am Start bist. Und ja, in diesem Video soll es darum gehen, wie wir Varianten bei eBay festlegen können, wenn wir ein Produkt bei eBay einstellen möchten. Wir werden uns das Ganze ins Detail anschauen, wir werden mehrere Variationen mal ausprobieren und das Ganze einstellen, damit du es verstehst, wie es funktioniert. Wenn du jetzt schon Fragen hast, stell sie gerne unten in die Kommentare. Ich werde alle weiteren Informationen auch runterpacken, so dass du da dich informieren kannst. Wenn du diesem Kanal noch nicht folgst, dann abonniere den Kanal jetzt, drück auf das Glockensymbol, so verpasst du kein weiteres Video mehr, denn auf diesem Kanal geht es um E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay und viele, viele weitere Themen. Wir schauen uns das Ganze an meinem Notebook an, bleib bis zum Schluss dran, es lohnt sich. So, Freunde, dann lasst uns mal loslegen und schauen, wie wir denn Produktvarianten oder Artikelvarianten bei eBay einstellen können, wenn wir ein Produkt listen. Und dazu klicken wir dann hier ganz einfach oben aufs Verkaufen und dann gelangen wir direkt hier zum Verkäufer-Cockpit Pro, wo wir unsere aktiven Angebote sehen. Wenn ihr keine aktiven Angebote habt wie ich, dann habt ihr noch keine eingestellt. Wie stellen wir einzelne Artikel ein? Wir können hier einzelne Angebote einstellen, wir können hier Mehrfachangebote. Das heißt, ihr könnt direkt viele, viele Produkte einstellen, gleichzeitig parallel. Wir möchten ein einzelnes Produkt zu Vorführzwecken hier mal einstellen und ich dachte mir, wir machen mal so T-Shirts, weil da gibt es eigentlich so ein gängiges Produkt für Varianten, aber auch viele andere. Und dann habt ihr die Möglichkeit, direkt eine Kategorie auszuwählen. In dem Falle klicke ich mal hier auf T-Shirts und tatsächlich werden mir dann auch viele Produkte schon vorgeschlagen. Das sind hier Hugo Boss T-Shirts, Adidas und so weiter. Wir möchten aber keins dieser T-Shirts listen, sondern wir möchten eins ohne Auswahl, ein selbst manuell erstelltes Produkt einstellen. So, und hier könnt ihr euer Angebot erstellen. Ich werde jetzt natürlich nicht genau komplett das ganze Angebot erstellen, sondern dieses Video geht um Varianten und da werden wir uns nur auf die Varianten auch konzentrieren. Wenn du wissen möchtest, wie du ein Produkt bei eBay vollständig erstellen kannst und deine Produktlisten, dann habe ich dazu auch schon mal ein Video gemacht. Das blende ich dir hier oben ein. Das kannst du dir gerne anschauen oder auch unten in der Beschreibung werde ich das verlinken. So kannst du nämlich von A bis Z Schritt für Schritt ein Produkt einstellen. Hier soll es nur um Varianten gehen. So, und nun ist es so, dass tatsächlich einige Produkte bei eBay keine Varianten, also keine Möglichkeit es gibt, Varianten zu erstellen. Das legt eBay selbst fest. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass wir auch Varianten erstellen können. Und dazu habt ihr dann hier dieses Feld Varianten. Und wenn wir dann hier auf Varianten erstellen klicken, dann haben wir direkt die Möglichkeit, hier viele Sachen festzulegen. Also wir müssen tatsächlich nicht mal selber denken, sondern eBay hat uns für uns hier schon sehr viel Arbeit abgenommen und hat relevante Suchbegriffe bzw. Produktmerkmale, die generell auch gewählt werden von Käufern, zusammengefasst und hat uns das Ganze hier bereitgestellt, dass wir einfach nur klicken müssen. So, und in dem Fall ist es genauso. Ich fange mal an bei T-Shirts. Ja, Baumwolle ist so die Regel. Also wir haben hier oben Attribute, wir haben Material. Da habe ich jetzt Baumwolle ausgesucht. Dann Gewebeart interessiert mich jetzt so nicht. Wir fügen ein Attribut hinzu und wir haben hier jetzt die Möglichkeit, meines Wissens fünf Attribute festzulegen. Da würde ich sagen, die Größe machen wir noch und die Farbe. Wenn wir dann noch ein paar andere auswählen können. Und ja, tatsächlich sehen wir hier, ab dem sechsten Angebot sagt er, wir haben hier die Grenze erreicht. Deshalb fünf Attribute sind möglich. Ist jetzt nicht die Regel tatsächlich. In dem Falle möchte ich hier zu Vorführungszwecken das mit drei Attributen machen. Die Größe und Farbe nehmen wir noch dazu. Das speichern wir. Dann haben wir die Attribute hier dazu bekommen. Und wie gesagt, Material haben wir schon festgelegt. Wäre in dem Fall Baumwolle. So, dann Größe. Nehmen wir die Größen, die gängigen Arten hier, S, M, L, XL. So, ihr seht hier, da werden die schon hinzugefügt. Und die Farben, da würde ich sagen, nehmen wir Blau, Rot und Weiß. So, und dann klicken wir auf Weiter. Dann haben wir das schon mal festgelegt. Jetzt können wir hier auf der nächsten Seite das Ganze uns hier spezieller anschauen und mit Produktbildern und so weiter versehen. So, Standardbilder.
Generell, wenn ihr Varianten anbietet, dann solltet ihr auch bei dem Standardbild, also bei dem ersten Bild, Hauptbild festlegen und zeigen, dem Kunden schon mal zeigen, hier geht es um verschiedene Produkte, beziehungsweise bei einem T-Shirt um verschiedene Farben. Deshalb solltet ihr das schon mal festlegen. Ich habe hier mal so ein Bild rausgenommen, wo man direkt sieht, okay, hier gibt es sehr viele T-Shirt-Farben, also komme ich hier auf meinen Geschmack. So, nun könnt ihr aber auch für jedes Produkt einzeln eine Farbe auch festlegen, so dass wenn der Kunde dann für sich die Größe L beispielsweise entscheidet und dann die Farbe Rot, dann sollte auch das rote T-Shirt eingeblendet werden. So, und da werden wir das Ganze hier nämlich festlegen. Und zwar bei Farbe klicken wir dann drauf und haben hier die Möglichkeit für jede Farbe des Produktes auch 12 Bilder, 12 weitere Bilder hinzuzufügen. Vielleicht von verschiedenen Perspektiven und so weiter. Aber für Vorführungszwecke habe ich hier tatsächlich nur jeweils ein Bild genommen. Bei Blau nehmen wir natürlich ein blaues T-Shirt. Bei einem roten nehmen wir ein rotes T-Shirt und weiß natürlich weiß. So, das Ganze haben wir dann hier festgelegt. Wir sehen hier, haben wir jeweils jetzt dazu das dazugehörige Bild. So, und nun sehen wir hier die Variationen oder Variantenkombinationen. Und zwar ergibt das, was wir jetzt festgelegt haben an Varianten, was wir hier vorher festgelegt haben, verschiedene Variantenkombinationen. Und zwar sind es insgesamt 12 Stück. So, und wir sehen hier, wir haben hier die S-Größe, M, L und XL sowie auch alle Farben. So. Alles ist schon jetzt bestimmt, jeweils das Bild auch dazu. Und nun haben wir noch die Möglichkeit, dass wir eine SKU-Nummer geben für jedes Produkt. Wenn ihr es habt, dann eine EAN-Nummer. Wenn nicht, dann schreibt ihr da nicht zutreffend hin. So, Material steht hier fest und Farbe, bla bla. Und ganz wichtig natürlich der Preis am Ende. Ja, das ist sehr wichtig und relevant, denn es kann ja sein, dass sich da auch was preislich unterscheidet. Vielleicht ab Größe XL ist der Preis höher oder niedriger. Ja, das ist individuell für euer Produkt. So, und dann haben wir natürlich hier noch die Stückzahl. Sehe ich hier gerade? Ja, tatsächlich hier die Anzahl. Hier könnt ihr sagen, davon habe ich 3, davon habe ich 5 und so weiter und so fort. Wenn ihr das Ganze festgelegt habt, dann drückt ihr hier auf Speichern und Schließen. Und gelangt zurück zu eurer Übersicht des Produkteinstellens. Und jetzt haben wir nun die Varianten festgelegt und ihr könnt das Weitere natürlich alles weiter einstellen. Da, wie gesagt, habe ich euch oben eingeblendet oder auch unten in der Videobeschreibung, wie ihr das Ganze festlegen könnt. Hier sind natürlich sehr wichtige Attribute, wie zum Beispiel die Artikelmerkmale. Das müsst ihr erfüllen, das ist ganz wichtig. Hier habt ihr die Artikelbeschreibung und. Das seht ihr, wie gesagt, im nächsten Video. So viel zu den Varianten einstellen. Im Grunde genommen recht simpel. Es kann tatsächlich manchmal, wenn es Elektrogeräte sind, etwas komplizierter sein. Da müsst ihr dann vielleicht spezielle Sachen einstellen. Aber da wisst ihr es besser als ich, denke ich mal. Denn wenn ihr ein Produkt einstellt, solltet ihr auch das Produkt kennen und solltet wissen, was ihr da einstellt. Dementsprechend sollte das nicht so schwer sein. Ja, damit soll es gewesen sein. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Gib dem Video jetzt einen Daumen hoch. Und das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so schnell wie möglich auf die Frage eingehen. Und freue mich natürlich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg beim Produkt einstellen und viel Erfolg beim Verkaufen. Bis zum nächsten Video. Ciao.